aktuellen Stunde. Und hier hat die AfD-Fraktion die Aktuelle Stunde eingereicht. Deswegen, Herr Pinkert, dürfen Sie starten in der Fraktionsrunde. Wie ich es eingangs bei der Tagesordnung gesagt hatte, würde Fraktion Die Linke dann starten in dieser Reihenfolge. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Das Demokratieprinzip unter der von der Bundesregierung ausgerufenen Corona-Pandemie sollte nicht leiden. Grundsätzlich ist die Stadtverwaltung und der Oberbürgermeister verpflichtet, die gesetzlichen Vorgaben, ob sinnvoll oder nicht, umzusetzen. Hier muss festgehalten werden, dass dies in vielen Bereichen gut läuft und der Bürger hier auch Verständnis zeigt. Der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden und insbesondere die AfD-Fraktion hat in der Vergangenheit immer wieder seinen Willen zur konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister und der Verwaltung zum Wohle unserer Bürger gezeigt. Im Zuge der Corona-Krise kommt und kam es aber zu glanzvollen Fehlleistungen, welche scheinbar das Ziel der Spaltung der Gesellschaft und Schädigung der freien Wirtschaft verfolgen. Dies hat uns dazu bewogen, diese Aktuelle Stunde durchzuführen. Zu Beginn der sogenannten Krise hielt der Oberbürgermeister eine eindringliche Rede, die in vielen Dingen sicher richtig war, aber zum Schluss schon das Ziel hatte, die demokratischen Freiheiten zu beschneiden. Hier sollte sich das vom Bürger gewählte Gremium Stadtrat zum Redeverzicht bekennen oder auf maximal 2 Minuten Redezeit beschränken. Aber für den Bürger hatte unser Oberbürgermeister ja schon was viel Besseres getan. Er zog die Einschränkung der ersten Corona-Schutzverordnung einfach eigenmächtig 2 Tage vor. Das ist ganz sauber vorauseilender Gehorsam ohne jegliche evidente Datengrundlage. Es wurde dann über Dienstanweisungen sogenannten Maskenverweigerern mit Sanktionen gedroht, die von Hausverbot und Entgeltkürzung bis hin zur Entlassung reichten. All dies ohne Vorgaben seitens der Staatsregierung. Auf Nachfrage war für diese Anweisung dann plötzlich niemand verantwortlich. Ärztliche Atteste zur Maskenbefreiung wurden nicht anerkannt und Bürgern mit Konsequenzen gedroht. Hier wurde aufgrund mehrfacher Nachfrage seitens der Verwaltung dann auch eingestanden, dass dies nicht rechtens ist. Dies war ja auch offenkundig, dass dies mit ärztlicher Schweigepflicht und Datenschutz unvereinbar ist. Mit am besten ist die Ausrufung der Maskenpflicht im öffentlichen Raum für mehrere Stadtteile. Und dies wieder ohne jegliche Datengrundlage. Hier steht der Bürger nun da und sagt sich, dass die Verwaltung macht, was sie will und alles ohne Beteiligung der gewählten Gremien. Also ohne jegliche Überwachung der Exekutive. Dass ein großer Teil der Bürger nun völlig das Vertrauen in unsere Demokratie verliert, ist eine logische Konsequenz. Hinter vorgehaltener Hand wird schon oft vom willfährischen Handlanger der Corona-Diktatur gesprochen. Selbst die vom Bürger gewählten Gremien werden bis in ihre kleinste Einheit beschnitten, obwohl Hygienekonzepte eingehalten werden können. Es werden Stadtbezirksbeiratssitzungen komplett abgesagt, willkürlich Tagesordnungen gekürzt, freie Förderungen untersagt. Lediglich bei Vorlagen seitens der Verwaltung sieht die Sache anders aus. Neuester Höhepunkt ist die Förderung des Denunziantentums. Auch der Umgang mit dem Grundrecht zur Versammlung ist stark verwässerungswürdig. Dabei muss festgehalten werden, dass fast alle politischen Strömungen unter dieser Willkür zu leiden haben. Oft wurden beantragte Versammlungen trotz Hygienekonzept negativ beschieden. Erst nach Einspruch wurden diese von der Versammlungsbehörde zugelassen, da die Ablehnung rechtswidrig war. Hier muss sich zwingend die Einstellung des Oberbürgermeisters und der Verwaltung ändern. Es muss die Willkür unterbunden und die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen besser abgewägt werden. Es kann nicht sein, dass die Demokratieprinzipien Stück für Stück ausgehebelt werden. Der Oberbürgermeister und die Verwaltung sollten auf den Bürger zugehen und nicht nur mit Konsequenzen drohen. Zeigen Sie den Bürger, dass noch Demokratie herrscht. Fördern Sie kein Denunziantentum, sondern klären Sie die Bürger umfassend auf. So könnte zum Beispiel die Versammlungsbehörde auf den städtischen Seiten veröffentlichen, unter welchen Maßnahmen Versammlungen stattfinden dürfen. Die Gesellschaft spaltet sich durch die derzeitigen Maßnahmen und zwar nicht nur materiell. Ein Teil der Bürger duckt sich und äußert in Gesellschaft nicht mehr seine freie Meinung. Ein Teil läuft schon fast fanatisch mit und verfolgt im Inneren Umsturzfantasien.
Ein immer geringer werdender Teil findet die Maßnahmen in Ordnung. Und der Rest versucht, sich zu äußern und zu wehren. Wenn wir nichts ändern, finden wir uns ganz schnell wieder in einer Diktatur wie von 1989 vor. Geben Sie dem Bürger seine Rechte umfassend zurück und zeigen Sie, dass wir wirklich noch demokratisch sind und unterschiedliche Meinungen äußern dürfen. Machen Sie nicht einfach weiter so. Vielen Dank. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Wie gesagt, es beginnt Fraktion Die Linke. Herr Schäuble, bitte. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, werte Gäste, ich möchte angemessen mit diesem ernsten Thema umgehen, im Gegensatz zu meinem Vorredner. Die gegenwärtige Lage ist ernst und herausfordernd, und zwar sowohl für jeden einzelnen Menschen als auch für die gesamte Gesellschaft. Nicht wenige Menschen leiden unter Einsamkeit. Sie sehnen sich danach, endlich ihre Angehörigen, Bekannten und Freunde wiederzusehen, gemeinsam etwas zu unternehmen, miteinander zu lachen, sich in den Arm zu nehmen, ganz einfach endlich wieder einander nah zu sein. Nicht wenige Menschen sind auch in Trauer, weil sie ihre Lieben an das Virus verloren haben. Nicht wenige Menschen sind verzweifelt angesichts ihrer wirtschaftlichen Lage, der Ungewissheit, wie lange die Einschränkungen noch dauern und was danach kommen mag. Auch und gerade für Familien mit Kindern stellt die aktuelle Situation eine große Belastung dar. Homeoffice, parallel dazu die Kinderbetreuung und die Bewältigung des ohnehin anspruchsvollen Alltags bringen die betroffenen Eltern vielfach an die Belastungsgrenze. Auch im 21. Jahrhundert bleiben leider die zusätzlichen Lasten immer noch allzu oft an den Frauen hängen. Von der Verteilung der Hausarbeit bis hin zu den beträchtlichen Gehaltsunterschieden zwischen Frauen und Männern bestehen nach wie vor große Ungerechtigkeiten, die dringend beseitigt werden müssen. Die Regierung hat in den vergangenen Monaten weitreichende Entscheidungen getroffen, um das Coronavirus einzudämmen, um die Gesundheit der Menschen zu schützen, um Leben zu retten. Und in unserer Demokratie hat selbstverständlich jeder Mensch das Recht, die Regierung dafür öffentlich zu kritisieren, deren Handeln zu hinterfragen und vermeintliche oder tatsächliche Fehlleistungen anzuprangern. Aber jede Demokratin und jeder Demokrat, der demonstriert, kritisiert und seine Meinung zum Ausdruck bringt, trägt dabei auch eine Verantwortung für sein Handeln. Und wer Seit an Seit mit der extremen Rechten marschiert, wer sich mit Leugnern der Pandemie gemein macht, wer grundlegende naturwissenschaftliche Erkenntnisse negiert und Fakten ignoriert und wer wohlgemerkt in Ausübung seiner Grundrechte allen Ernstes für sich eine Rolle in Anspruch nimmt, die jener, der Widerstandskämpfer gegen die Nazi-Barbarei gleichkommt, der wird dieser Verantwortung nicht gerecht und stellt sich selbst ins gesellschaftliche Abseits. Demgegenüber gibt es aber durchaus grundlegende gesellschaftliche Probleme,
die jetzt in der Pandemie wie unter einem Brennglas sichtbar werden und dringend einer ernsthaften Debatte bedürfen. Bundesweit wurden Pflegeheime und Krankenhäuser jahrelang auf die Erzielung möglichst hoher Gewinne getrimmt. Gesundheit wurde zur Ware degradiert. Wir von der Linken vertreten den Standpunkt, dass auch und gerade im Gesundheitswesen der Mensch im Mittelpunkt stehen muss und nicht die Dicke seines Geldbeutels. Im vergangenen Frühjahr wurden einmal mehr die zum Teil verheerenden Konsequenzen der Globalisierung deutlich, als es auch im reichen Deutschland einen Mangel an wichtigen Medizinprodukten gab, weil deren Produktion am anderen Ende der Welt konzentriert ist. Und wir von der Linken sind der Auffassung, dass die regionalen Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden müssen. Das wäre im Übrigen auch ein deutlich nachhaltiger und umweltfreundlicher, als ständig riesige Warenmengen um den Globus zu schicken. Meine Damen und Herren, ich will mich noch einem anderen Punkt zuwenden. In diesen Tagen wird verstärkt über Freiheit und deren Einschränkung diskutiert. Das ist zunächst einmal legitim. Aber jener Freiheitsbegriff, der in diesen Diskussionen immer wieder vertreten wird, lässt mich erschaudern. Denn was bitte ist es für eine Form von Freiheit, die keinerlei Rücksicht nimmt auf Menschen, auf Kranke, auf Alte, auf Schwache? Was bitte ist es für eine Form von Freiheit, der Werte wie Mitmenschlichkeit und Solidarität fremd sind? Was bitte ist es für eine Form von Freiheit, in der nur das eigene Ich und die eigene grenzenlose Selbstverwirklichung zählen, selbst auf die Gefahr hin, dass dies auf Kosten der Gesundheit oder gar des Lebens anderer Menschen geht? Ich will es ganz deutlich benennen: Es ist eine vulgäre und zutiefst egoistische Form der Freiheit. Meine Damen und Herren, treten wir derartigen Positionen entschlossen entgegen und streiten wir gemeinsam für jene Werte, die erfreulicherweise von vielen Menschen geteilt und gelebt werden. Werte wie Solidarität, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und Gemeinschaftssinn. Vielen Dank. Als nächste Fraktion, die SPD-Fraktion, Herr Kaniewski, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank an Herrn Scholbach für die Versachlichung dieses gerade schon wieder sehr, sehr seltsamen Redebeitrags. Herr Pinkert, Sie haben gerade davon gesprochen, dass Menschen sich wegducken würden, weil sie sich nicht trauen, bestimmte Dinge zu sagen. Wenn ich bei Ihrer Rede gerade in Ihre Reihen geschaut habe, dann konnte ich feststellen, dass sich einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen weggeduckt haben bei diesem Blödsinn, der hier gerade eben erzählt wurde. Das muss doch peinlich sein. Also ganz ehrlich, das muss einem doch peinlich sein, so einen Redebeitrag hier überhaupt abzuliefern. Ich bin davon ausgegangen, dass wir hier tatsächlich eine Debatte darüber führen können, so wie Kollege Scholbach das auch gerade eben gemacht hat, über die Frage Gesundheitsschutz im Rahmen der Freiheitsrechte und was das für uns bedeutet. Und der Kollege Scholbach hat an der Stelle gerade eben schon viel Richtiges gesagt. Natürlich ist es in der aktuellen Situation ein riesengroßer Abwägungsprozess. Wie viel kann denn die individuelle Freiheit eingeschränkt werden zum Wohle aller, damit diese Pandemie so schnell wie möglich an uns vorbeigeht? Und natürlich, ganz ehrlich, ich freue mich auch nicht darüber, dass ich mich nur noch 15 Kilometer bewegen kann. Freue mich auch nicht, dass ich 22 Uhr zu Hause sein kann. Und ja, auch wenn ich manchmal nicht so aussehe, ich freue mich auch nicht darüber,
dass ich im Zweifelsfall nach der Stadtratssitzung nicht einfach noch mich irgendwie in die Neustadt setzen kann, ein Bier trinken kann. Aber es ist nun mal so, die Situation verlangt das von uns ab. Und mal ganz ehrlich, wenn Sie dieses Gespenst einer demokratiefeindlichen Politik hier gerade aufmachen, wenn Sie sagen, das ist eine Diktatur, dann haben Sie in der Schule absolut nicht aufgepasst, nur weil wir dieses Ding gerade eben vom Mund tragen müssen oder unser Bier mal nicht in der Öffentlichkeit konsumieren können, hat es nichts mit irgendwelchen diktatorischen Tendenzen zu tun. Und das ist einfach nur absurd, was hier vom Podium gerade eben von Ihnen ja, präsentiert wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt haben wir in den letzten Wochen und Monaten hier sehr harte Debatten im Stadtrat und auch in den Ausschüssen miteinander ausgefochten. Und mir ist an dieser Stelle, ich muss mich noch mal auf den Einreicher der aktuellen Debatte beziehen, ein Punkt sehr, sehr wichtig. Der Herr Pinkert hat formuliert, und das wird ja im Protokoll sicherlich drinne stehen, dass der Oberbürgermeister an Punkten in den letzten Wochen und Monaten nicht auf der Grundlage des Gesetzes gehandelt hätte. Und lieber Herr Pinkert, Sie haben es der Presse entnommen und Sie haben die Diskussion mitbekommen. Jetzt bin ich mit dem Oberbürgermeister, weiß Gott, in den letzten Wochen sehr häufig nicht einer Meinung gewesen. Aber so eine Aussage ist an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten, dem Stadtoberhaupt, dem demokratisch gewählten Stadtoberhaupt dieser Stadt vorzuwerfen, er würde nicht rechtsstaatlich handeln. Das ist einfach nur grotesk und es ist in unfairster Art und Weise eine Art hier zu polemisieren und Gesellschaft zu spalten. Das ist das, was Sie machen, nicht der Oberbürgermeister, sondern Sie tragen die Spaltung in diese Stadt und in diese Gesellschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Vorbereitung auf diese Sitzung habe ich mich ja auch noch mal umgetan auf der Seite der AfD-Fraktion und habe mir mal angeschaut, was die so gemacht haben in den letzten Wochen und Monaten, das heißt vom 1. Januar 2020 bis zum heutigen Tag. Und ja, das hat mich sehr, sehr viel Kraft gekostet, da das ganze Jahr mal einfach bei Facebook durchzuklickern. Und für die Kolleginnen und Kollegen, die im Livestream mithören und jetzt denken, ja, die AfD hat hier einen richtig wichtigen Punkt angesprochen, die Demokratie ist am Abgrund, jetzt geht es ganz runter. Benennen Sie doch mal Ross und Reiter, welche Freiheitsrechte eingeschränkt wurden. Ich habe gesehen, Sie haben Bürgersprechstunden gemacht, im Übrigen ohne Maske, auch zu einer Zeit, wo die Maskenpflicht schon geherrscht hat. Sie haben an Demonstrationen von Querdenkerinnen und Querdenkern teilgenommen. Sag mal, das muss mir politisch nicht passen, aber Sie hatten das Recht dazu. Sie waren auf der Straße mit den Bikern, die gegen die Corona-Schutzverordnung demonstriert haben. Sie waren draußen, Sie sind in Ihren Rechten null eingeschränkt worden. Niemand in diesem Land wird gerade eben eingeschränkt, weil er oder sie sagt, die Verordnungen sind nicht in Ordnung, wir kritisieren die Regierung, wir kritisieren den Oberbürgermeister, Sie nicht, ich nicht. Niemand muss Angst haben, hier irgendwo hinzuwandern, weil Kritik geäußert wird, sondern die Einschränkungen, die da sind, sind gerade eben nur vorhanden, damit wir den Kontaktabstand wahren können und diese Pandemie schnell vorbei ist. Hören Sie auf, mit diesem Blödsinn davon zu reden, dass wir uns in Richtung einer Diktatur bewegen, und lassen Sie uns versuchen, hier sachliche Arbeit zu machen. Das war unter aller Würde. Vielen Dank. Als nächstes darf ich die FDP-Fraktion Herrn Maloney bitten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, eine Krise, die zeigt stets die demokratischen Qualitäten der Entscheider und der gewählten Vertreter auf den verschiedenen Ebenen. Und leider haben die letzten Monate große Schwächen in der Struktur gezeigt, von den Gemeinden bis zum Bund. Und besonders auf Landes- und Bundesebene kann man zumindest punktuell doch schon von Versagen und Lernresistenz sprechen. Geduldig haben die Bürger am Anfang der Pandemie vieles mitgemacht. Lockdown 1 und Lernphase. Dann kam der Sommer und der hat, so behaupten es zumindest viele Mitglieder der Regierung in Bund und Land, die Menschen leichtsinnig gemacht. Leichtsinnig und tatenlos waren im Sommer eigentlich eher viele Amtsträger auf Bundes- und Landesebene.
Mangelnde digitale Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt, Fehlorganisation bei Impfplanungen, vom Beschaffungsdesaster mal ganz zu schweigen, kein besonderer Schutz der Alten- und Pflegeheime, Ideen wie Homeoffice-Pflicht und Homeschooling bei landesweiten Funklöchern und Ortschaften ohne Highspeed-Internet. Alles deutliche Beispiele, dass Aufgaben nicht oder nur mäßig erfüllt wurden und teilweise blinder Aktionismus herrscht, sei es durch Unfähigkeit, Unkenntnis oder einfach, weil Ämter nicht fit für die Zukunft und für Krisen sind. Weil in vielen Bereichen und besonders im Berlin und im sächsischen Regierungsviertel die Arbeits- und Lebensrealität dann doch eine andere ist als die bei vielen Menschen in der Bundesrepublik. Wir haben in Sachsen kein verlässliches, für Wirtschaft und Familien planbares Öffnungsszenario anhand klarer Kennzahlen. Der Freistaat Sachsen hält weiterhin an der Wocheninzidenz von 50 fest. Seitens der Bundesregierung wird die Zahl 25 ins Gespräch gebracht. Eine Zahl, von der praktisch jeder Experte sagt, dass sie im Winter nicht erreichbar ist. Die Folge liegt auf der Hand. Der Lockdown wird einfach immer weiter verlängert. Für die, die von Zwangsschließungen und betroffenen Unternehmen, wird währenddessen die Luft immer dünner. Und ich befürchte, diese Perspektivlosigkeit für viele Menschen wird weiter zu seelischen Erkrankungen und Depressionen führen, bis hin zum Unfrieden, den wir gerade auch zum Beispiel in den Niederlanden erleben. Der Begriff Spaltung in der Gesellschaft, eine Antragsbegründung der AfD, den finde ich hier allerdings ein bisschen fehlplatziert. Ich meine, wir werden immer unterschiedliche Meinungen haben. Gott sei Dank sind wir alles Individualisten. Und Gott sei Dank haben wir die Zeiten der Gleichschaltung überwunden. Zumindest die meisten von uns. Ich sehe eher die Gefahr einer Zwangskollektivierung, und zwar einer leichtfertigen Beschränkung individueller Freiheiten ohne Abwägung und Diskussion in den Parlamenten. Dort muss die Diskussion geführt werden. Liebe AfD, nicht auf der Straße, und liebe SPD, nicht in Talkshows. Kleiner Spoiler vorab, der Stadtrat ist kein legislatives Parlament. Die Menschen werden aktuell per Oder Mufti aus einer informellen Runde, in der einige Akteure, während es um essentielle Rechte der Bürger geht, ganz entspannt Candy Crush zocken, in Form einer Basta-Politik mit geheucheltem Mitleid teilweise unsinnigen Regeln unterworfen. Mir kann bis heute zum Beispiel keiner erklären, warum ich nicht alleine oder mit meinem Mann mit einem Auto in die Sächsische Schweiz fahren kann, dort in Ruhe mal allein zu zweit eine Runde wandern gehen kann, aber in Dresden darf ich mich bewegen, mit einer wesentlich höheren Bevölkerungsdichte. Mir kann auch keiner erklären, warum wir uns überlegen müssen, Mutter, kommst du heute zu Besuch oder Vater, kommst du heute zu Besuch, weil beide dürfen nicht. Einschränkungen gehören auch permanent überprüft. Und wenn wir es mittlerweile in Diskussionen schon als Sonderrecht bezeichnen, wenn jemand seine per Grundgesetz garantierte Freiheit ausleben darf, weil er schon geimpft ist oder in einem Jahr geimpft sein wird, dann sind wir schon ziemlich weit gekommen, und zwar im negativen Sinne. Aktuell scheinen auch einige Politiker Gefallen am Lockdown zu finden und sehen in rigorosen Freiheitseinschränkungen und Regulierungen schon die Lösung für so ziemlich alle aktuellen Herausforderungen. Wir wollen alle raus aus dieser Krise, aus der Unfreiheit und diesen Zwängen. Das sollte wirklich für uns alle gelten. Und für die Zeit nach Corona sollten wir uns wirklich ganz gut überlegen, ob wir die Menschen in diesem Land weiter bevormunden wollen, ob wir ihnen weiter vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben, was sie essen sollen, wie sie sich von A nach B zu bewegen haben. Für uns sollte es wirklich ein gesellschaftliches Ziel sein, mit mehr Möglichkeiten und mehr Freiheiten aus der Krise herauszukommen. Sonst bekommen wir nämlich wirklich irgendwann mal eine Spaltung der Gesellschaft. Vielen Dank. Als nächste Fraktion die Freien Wähler und da Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich zu meiner Rede komme, möchte ich hier feststellen, ich glaube, hier in der Messe kriegt keiner Corona, hier erfrieren wir eher. Also wenn ich die Damen sehe mit den Jacken, dort vorne saß jemand, ich glaube, die Zustände hier drin sind für den Rat nie angebracht. Nun aber zu dieser aktuellen Stunde, ich glaube schon allgemein, dass heutzutage jeder versucht, zu Corona was zu sagen. Bevor ich zu meiner Rede komme, ich will allen zugutehalten, dass keiner das letzte Jahr oder vor anderthalb Jahren wusste, wenn diese Krise kommt, wie man damit umgeht. Ich glaube, jeder
ist immer hinterher gewesen, wollte das Beste, trotz alledem. Wir merken es auch mit diesem Antrag, der jetzt durch einen Geschäftsgang wabert, mit dem Corona-Ausschuss, dass es nicht nur die AfD ist, die dieses Thema hat, sondern dass es ja auch gerade bei den Grünen vielen gibt, die jetzt der Verwaltung vorhalten wollen, was alles falsch gewesen ist. Sie haben es letztens gesagt, Sie werden nicht richtig informiert. Also wir müssen mit dieser Krise schon mal umgehen. Seit nunmehr einem Jahr ächzen wir unter Regelungen, Arbeits- und Ausgangsverboten, Verschärfungen, permanenten und einem Wirrwarr an Verordnungen. Egal, wie wir nun zu Corona und die durch die Politik erlassenen Einschränkungen stehen, Fakt ist, dass Corona oder besser die Aktivitäten der Politik und die Darstellung in den Medien wieder einmal, und da bin ich bei der AfD, einen Keil in die Gesellschaft getrieben hat. Und wenn man sich mit Wählern, Politikern von Grünen unterhält, auch dort geht dieser Riss durch, auch dort gibt es sehr, sehr viele, die diese Maßnahmen um Corona sehen, sehr, sehr kritisch sehen. Und das darf uns allen nicht egal sein. Also sollten wir nicht Ängste schüren oder verstärken, sondern eher Zuversicht geben. Das ist unserer Meinung, Herrn Oberbürgermeister Hilbert, leider nicht gelungen. Er hat die Regelung der Landesregierung immer wieder verschärft oder ist ihnen vorausgeeilt, hat die Fesseln der regionalen Wirtschaft und der Dresdner Bürger immer fester geschnürt. Wir hatten von einem freien Demokraten erwartet, dass er sich für die Bewahrung der Freiheitsrechte einsetzt, statt für die Verschärfung der Einschränkungen und die Abschaffung der Rechte. Mittlerweile wirbt die Stadt Dresden für eine Hotline, dass die Dresdner Nachbarn anzeigen sollen. Für mich absolut unverständlich. Unser Oberbürgermeister hat in den letzten Jahren so immer wieder geschafft, bei den Bürgern Verwirrung zu schaffen. Sei es durch die Verschärfung der Ausgangssperren, die Verwirrung über die Maskenzonen oder der neueste Clou, bei welchem der Oberbürgermeister sogar den Sportlern das Trainieren untersagt und die Eisbahn im Freien abtaut. Nein, wir und der Oberbürgermeister können die Landesregelung nicht einfach unterwandern. Aber es ist nicht die Aufgabe des Oberbürgermeisters, sich für die Bürger der Stadt und der regionalen Unternehmen einzusetzen. Wäre es nicht ein Zeichen von Zuversicht und Lebensmut, dass der Oberbürgermeister für den frustrierten und verzweifelten Unternehmer kämpft? Die Oberbürgermeister von Tübingen und Magdeburg haben es vorgemacht. Sehr geehrter Oberbürgermeister, setzen Sie sich doch zum Beispiel beim Land dafür ein, dass Waren auch bei Einzelhändlern abgeholt werden dürfen, ähnlich so wie in der Gastronomie. Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Plan für ein alltagstaugliches Leben mit dem Coronavirus entwickelt wird, statt von einem Lockdown zum nächsten sich zu hangeln. Zur Klarstellung, es geht nicht darum, Corona zu leugnen oder alle Maßnahmen auf Null zu fahren. Es geht darum, mit Mut, mit Maß und Weitsicht zu agieren und den Bürgern von Dresden natürlich die Gesundheit zu sichern, aber auch endlich wieder Zuversicht und Lebensmut. Bei uns zu Hause steht ein Spruch, Freude bedeutet Gesundheit der Seele. Lassen Sie uns alle positiv agieren zum Thema Corona, aber auch bei allen Themen in Dresden und vor allem untereinander. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde mit Bündnis 90 Die Grünen. Frau Scharnetzky, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, wer leidet eigentlich unter Corona? Wir trauern, Stand heute, und das hat der Oberbürgermeister eingangs erwähnt, um 676 Menschen, die mit einer Corona-Infektion in dieser Stadt gestorben sind. Ich denke aber auch an die vielen Menschen, die eine Corona-Infektion überstanden haben und bei denen es keineswegs nur Grippesymptome waren,
sondern die die Angst um ihre Gesundheit und ihre Konstitution noch lange begleiten werden. Ich denke genauso, wie sicher viele hier, an alle Menschen, die in Gesundheits- und Pflegeberufen um die Gesundheit und das Leben von Menschen besorgt sind und die sich damit tatsächlich täglich Risiken aussetzen. Das sind all jene, die unmittelbar von der Pandemie betroffen sind und deren Alltag wirklich davon geprägt ist. Für sie wurde auch keine Pandemie ausgerufen, für sie ist diese Pandemie tägliche Realität. Wenn ich an die einen denke, heißt es ja nicht, dass ich die anderen nicht im Blick habe und über die zahlreichen Einschränkungen, die alle Bürgerinnen und Bürger seit längerer Zeit in Kauf nehmen müssen, wurde hier schon viel gesagt. Über die Belastungen und was das in den Familien, in den Haushalten für Menschen, die einsam sind, für psychisch Kranke, für andere Betroffene bedeutet. Aber gleichzeitig, und jetzt möchte ich mal den Blick weglenken von der ganz großen Ebene, sondern hier in diesen Rat und in diesen Saal, gleichzeitig müssen wir uns hier im Stadtrat schon auch eingestehen, auch wir haben die Augen verschlossen vor virologischen Erkenntnissen. Was wir gerade in den letzten Wochen erlebt haben, die Anlässe für den zweiten harten Lockdown waren prognostiziert und sie wurden provoziert, auch durch politische Entscheidungsträgerinnen, die den Schlussstrich nach dem ersten Lockdown quasi schon gezogen hatten. Und ich appelliere an uns alle hier, ich appelliere auch an Sie, sehr geehrter Herr Hilbert, ich appelliere an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, diesen Fehler angesichts mutierter Viren nicht noch einmal zu machen. Ich möchte keinen dritten Lockdown erleben. Wir alle hier hätten im Oktober und im November, als wir über die Zuschüsse für den Striezelmarkt und Weihnachtsmärkte in Dresden verhandelt haben, öffentlich eingestehen müssen, dass das nicht verantwortlich umzusetzen sein wird. Das war absehbar. Der Christkindlmarkt in Nürnberg als Marke, dem Striezelmarkt aus meiner Sicht durchaus vergleichbar, war zu diesem Zeitpunkt längst abgesagt. Keiner hier hat sich getraut, das offen auszusprechen. Das müssen wir auch mal so sagen. Und auch Herr Hilbert, Sie haben das nicht getan. Die Pandemie hat einen Preis. Individuell ist er sehr unterschiedlich. Wir müssen eingestehen, dass wir die Abschlussrechnung heute noch nicht kennen. Wir können nur absehen, was wir bis jetzt und was wir in nächster Zukunft voraussichtlich leisten müssen. Der Infektionsschutz, und jetzt komme ich auf dieses Argument mit der Demokratie, und das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, ist ein hohes Gut. Es geht nicht um weniger als die Gesundheit der Allgemeinheit. Wie das demokratisch organisiert wird, ist die spannende Frage. Der Staat hat an dieser Stelle tatsächlich eine verfassungsrechtlich begründete Schutzpflicht für die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger. Diese rechtfertigt verhältnismäßige Eingriffe in die Grundrechte. Das ist das, was wir gerade erleben. Viele Menschen tragen das mit, nicht wenig opponieren dagegen und greifen dabei zum Teil auf extremistische und antisemitische Denkmuster zurück. Das ist schlicht undemokratisch und auch wir Grünen lehnen es ab. Der Korridor des demokratischen Diskurses wurde an dieser Stelle aus freien Stücken verlassen und die Gesprächsgrundlage einseitig entzogen. Zentral ist aber, dass diese Grundrechtseingriffe so wesentlich sind, dass sie in durch direkte Wahl legitimierten Parlamenten und eben nicht im Alleingang durch Exekutivorgane verfügt werden sollen. Es ist auch die Aufgabe der Parlamentarierinnen, immer wieder kritisch und grundrechtssensibel zu prüfen, welche Einschränkungen notwendig und demokratisch vertretbar sind. Dies ist im letzten Jahr tatsächlich zum Teil nur zögerlich erfolgt. Das Infektionsschutzgesetz, beschlossen durch den Bundestag, der an dieser Stelle seine parlamentarische und demokratische Funktion wieder übernommen hat, war zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, diese Entwicklung muss auf allen Ebenen konsequent weiterverfolgt werden. Gleichzeitig sind die Maßnahmen, die die Grundrechte einschränken, nur die Grundlage für die unmittelbare Bekämpfung und Eindämmung der Pandemie. Was auf einer zweiten Ebene hinzukommt, und das ist tatsächlich für mich ein ganz anderer Bereich, in dem wir diskutieren, und auch das müssen wir in Parlamenten demokratisch gestalten, ist die Bewältigung der Krise, die sich aus der Pandemiebekämpfung erst ergibt. Denn es ist ja so, von Solo-Selbstständigen über Mittelständler bis hin zu Konzernen treffen diese Maßnahmen tatsächlich den gesamten Wirtschaftssektor. Kultur, Hotel und Gastgewerbe, Friseurhandwerk und andere Dienstleistungsbereiche sind da tatsächlich nochmal besonders und vor allen Dingen leider auch besonders langwierig betroffen. Vor diesem Hintergrund möchte ich uns allen raten, mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn es um die Einhaltung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie geht und gleichzeitig als Demokratinnen unsere Mitentscheidungsspielräume selbstbewusst wahrzunehmen und klug und besonnen zu nutzen. Es wird kein einfaches Zurück zu Normal geben, sondern das wird eine sehr langwierige Aufgabe. Populistisches Geplärr wird uns da nicht weiterbringen. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Aktuellen Stunde die CDU-Fraktion, Frau Walter.
Liebe Dresdnerinnen und Dresdner, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte. Seit März 2020 dominiert die Corona-Pandemie unser gesamtes gesellschaftliches Leben sowie die Berichterstattung in allen Gremien, in allen Medien. Grenzschließungen, Versammlungsverbote, Ausgangsbeschränkungen, Verkaufs- und Öffnungsverbote. Die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger wurden in den letzten Monaten in fast allen westlichen Demokratien so massiv eingeschränkt wie nach keinem Terroranschlag, wie überhaupt noch nie in Friedenszeiten. Die Krise ist die Stunde der Exekutive, des Staates. Schutz, Sicherheit, Seuchenbekämpfung, das sind seine klassischen Aufgaben, das ist der Kern seiner Legitimation. So beschreibt es, wie ich finde, auch sehr treffend der Herausgeber des Magazins Deutschland und Europa in seiner Ausgabe Nummer 79. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik sind so flächendeckend, so umfassend und so radikal die verbrieften Grundrechte eingeschränkt worden. Ich glaube, keiner hat sich das zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes im Jahr 2019 ausmalen können. Die amtlich verordnete Aussetzung von Bürgerrechten ist jedoch der Preis für die Rettung von Menschenleben. Und in der Tat gibt es eine große Bereitschaft der Menschen, durch die Einhaltung dieser Maßnahmen Solidarität zu zeigen mit den Risikogruppen und die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen erleben wir täglich in unserer Heimatstadt. Die Schulen, die Kirchen, die Theater, die Kinos, die Museen, die Säle und Stadien, die Kaufhäuser, Kindergärten, Gaststätten, Sportvereine, Fitnessstudios, Friseursalons, die Kultur- und Einkaufszentrum und viele weitere Ladengeschäfte, Einrichtungen und Institutionen sind geschlossen. Die Bewegungsfreiheit der Menschen wurde massiv eingeschränkt, die Gewerbefreiheit ist ausgesetzt, Freizügigkeit gibt es nicht mehr, es gibt Kontaktverbote und Kommunikationssperren, Hausarrest für die Bevölkerung. Das soziale und wirtschaftliche Leben ist schwer erschüttert. Und wir alle machen uns Sorgen, große Sorgen. Sorgen um unsere Gesundheit, Sorgen um unsere Familien, Sorgen um unsere Jobs, Sorgen um unsere Freiheit und Sorgen um unsere Zukunft. Wir Stadträtinnen und Stadträte in der CDU-Fraktion nehmen sie ernst, diese Sorgen und Ängste. Und wir tragen sie mit und wir wissen, dass wir auch auf kommunalpolitischer Ebene alles tun müssen, um Sie, unsere Bürgerinnen und Bürger, mit diesem Problem nicht allein zu lassen. Viele Dresdnerinnen und Dresdner waren und sind an Covid-19 erkrankt. Viele, viel zu viele, 676, sind daran verstorben. Und auch wenn die Inzidenzwerte mittlerweile wieder sinken, ist es weiterhin wichtig, dass wir diese Solidarität beibehalten. Der Schutz von Leben und Gesundheit hat für uns höchste Priorität. Unabdingbar dafür, dass dieser unglaublich starke Zusammenhalt unserer Stadtgesellschaft aufrechterhalten bleibt, ist es aber auch, mit Augenmaß Entscheidungen zu treffen. Die Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein und sie müssen weiterhin die Akzeptanz und den Rückhalt in unserer Bevölkerung finden. Auch müssen zugesagte Unterstützung und Leistung verbindlich und zeitnah erfolgen. Dies gilt für die Bundes-, für die Landes- und für die Kommunalpolitik. Novemberhilfen sind nun mal nicht erst im Frühjahr auszuzahlen. Unsere heimische Wirtschaft, unsere Kultur- und Sporteinrichtungen benötigen jetzt jede Unterstützung, um ihr Überleben zu sichern. So schnell wie demokratische Rechte sich dem Schutz von Leben und Gesundheit untergeordnet haben, so schnell sollte es auch möglich sein, bürokratische Hürden abzubauen, damit eine schnelle Bearbeitung von Finanzhilfen und Investitionen nichts im Wege steht. Wir als CDU-Stadtratsfraktion wissen, wir benötigen jetzt auch schon den Blick in die Zukunft. Es gilt für uns jetzt, die Rückkehr in ein normales wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben zu organisieren und schnellstmöglich einzuleiten. Eine starke Investitionstätigkeit, ein Abbau bürokratischer Hürden, die stärkere Verknüpfung von Wirtschaft und Verwaltung mit dem Ziel, das am Boden liegende wirtschaftliche Leben in Dresden zügig und im besten Fall sogar besser organisiert als vor der Pandemie wieder voranzubringen, die Vorbereitung der Wiedereröffnung von Handel, Gastronomie und Kultureinrichtungen, von Schulen, Kitas, sozialen Einrichtungen, die Organisation von kulturellen Veranstaltungen, Messen, sportlichen Events und der Wiederaufbau des Tourismus in unserer Stadt, dies alles gilt es bereits jetzt zu planen. Dabei müssen die Erfahrungen der vergangenen Monate Beachtung finden. Insbesondere die Themen Breitbandausbau, Digitalisierung und alternierende Telearbeit in der Verwaltung werden stärker Beachtung finden müssen.
Im sozialen Bereich gilt es, die aktuellen Pläne für die Themen Gesundheit und Pflege anzupassen und zu überarbeiten. Es gilt, die Einsatzkräfte im Rettungsdienst und bei den Feuerwehren durch Investitionen, Ausbildung und andere notwendige Leistungen zu unterstützen. Es geht auch um die Schaffung von mehr Flexibilität in der Personalpolitik der Landeshauptstadt Dresden. Auf Hilfsanforderungen, beispielsweise aus dem Gesundheitsamt, muss künftig schneller reagiert werden können und viele andere Maßnahmen mehr. Diesen Herausforderungen wird sich unsere Fraktion stellen und wir wollen diese Themen vorantreiben und nicht das Treiben verrückt machen. Wir wollen den Menschen eine positive Perspektive geben und wir bitten Sie alle, dies mit uns gemeinsam voranzubringen. Geben wir unseren Bürgerinnen und Bürgern eine Zukunft nach der Pandemie. Das ist unsere wichtigste Pflicht als Demokraten. Vielen Dank. Damit ist die Fragestunde beendet und es gibt einen Geschäftsordnungsantrag, Herr Hannig.